Moin, ich bin Ina. Und ich bin Levi. Wir sind beides gelernte Landschaftsgärtner und haben 2021 unsere Prüfung abgeschlossen. Jetzt studieren wir Ingenieurwesen im Landschaftsbau in Osnabrück. Und wir sind heute hier, um euch noch ein paar Tipps für die praktische Abschlussprüfung zu geben. Im Gewerk von der praktischen Prüfung habt ihr immer einen vorgegebenen Höhenflock. Das ist immer euer Nullpunkt. Heißt, hier oben drauf ist plus minus null. Im Gewerkplan stehen dann immer genau die Höhenangaben, welche ihr dann beachten müsst. Dabei müsst ihr aufpassen, dass die Pflasterung immer 1 Zentimeter höher ist als der Bordstein bzw. das Board 1 Zentimeter tiefer ist und meistens der Nullpunkt oder die Nullhöhe auf die Pflasterung bezogen ist. Ja, wichtig ist es auch immer, dass ihr die Schnur dann passend lang habt. Lieber etwas länger als zu kurz, damit das Gewerk dann nachher nicht an den Schnurnagel stößt. Wichtig ist auch hier, dass ihr auf jeden Fall darauf achtet, dass ihr hier die Höhe richtig übertragt, dass das schön und waage ist, dass sich da keine Fehler einschleichen. Eine aufgeräumte Baustelle ist immer gut. Es hilft nicht nur euch beim Bauen des Gewerks, sondern auch die Prüfer sehen gerne eine aufgeräumte Baustelle. So oder so ähnlich könnte dann eure aufgeräumte Baustelle aussehen. Dort arbeitet es sich doch gleich schon viel besser. Am Anfang ist es besonders wichtig, euch den Plan nochmal in Ruhe anzuschauen, das Leistungsverzeichnis durchzulesen, welche Materialien und welche Maße ihr benötigt. Und hier ist auch nochmal ein bisschen Zeit dafür, einfach durchzuatmen und noch mal kurz sammeln, bevor es richtig losgeht. Fangt nicht einfach an zu bauen, sondern guckt erstmal, welche Materialien wohin kommen und welche Höhen ihr benötigt. Benutzt auf jeden Fall das richtige Werkzeug für das jeweilige Material. Und auch zum Beispiel eine Wasserwaage sollte so benutzt werden, wie es eigentlich angedacht ist. Also mit einer Wasserwaage keine Dinge unterstopfen oder auf die Wasserwaage draufhauen. Wenn ihr am Ende noch die Zeit habt, dann fegt euer Gewerk doch noch einmal ab. Dies hinterlässt einen besseren Eindruck. Das macht einfach ein schönes Bild am Ende und stimmt die Prüfer gleich ein bisschen positiv. Auch die Pflanzenbestimmung ist Teil der Abschlussprüfung. Die Pflanzenlisten müsstet ihr alle erhalten haben bei den Lehrgängen. Also alle Pflanzen, die auf den Lehrgängen vorgekommen sind, können auch in der Prüfung drankommen. Ja, in der Abschlussprüfung habt ihr die Pflanzen dann in so Töpfen stehen, entweder kleiner oder auch mal ein größerer Topf. Ihr müsst die 30 Pflanzen nicht der Reihe nach bestimmen. Wenn ihr bei einer Pflanze Probleme habt, dann könnt ihr auch erstmal weitergehen. Guckt euch die Pflanzen genau an, riecht dran, fasst sie an und wenn ihr fragt, könnt ihr bestimmt auch mal einen Teil abreißen. Sprecht das aber bitte vorher mit dem Prüfer ab. Ja, fangt auf jeden Fall rechtzeitig an, die Pflanzen zu leeren. Das sind einige und das wird oft unterschätzt. Am besten versucht ihr euch auch Eselsbrücken zu machen, damit ihr euch die botanischen Namen gut merken könnt und immer darauf zurückgreifen könnt. Bei der mündlichen Prüfung kann das sein, dass ihr entweder einen Plan bekommt, anhand dessen ihr dann den typischen Ablauf einer Baustelle erklären sollt, von vorne bis hinten, von Anfang bis zum Ende. Es kann aber auch sein, dass manche PrüferInnen mit euch rumgehen und ihr anhand realer Bauwerke erklären sollt, was dort passiert ist oder wie man das zum Beispiel hätte anders machen können. Bereitet euch gut auf die mündliche Prüfung vor. Ihr solltet nicht alles auswendig lernen, aber auf jeden Fall zu allen Themen etwas sagen können. Auch ein Teil der mündlichen Prüfung ist das Thema Pflanzenschutz. Dort bekommt man häufig Schadbilder vorgelegt von verschiedenen Pflanzen und Schädlingen. Auch da ist es sinnvoll, sich die Schadbilder auch einmal realistisch an der Pflanze anzuschauen und nicht nur mit Bildern zu lernen. Da könntet ihr dann ja zum Beispiel ein Foto von so einem Rhododendron-Trieb bekommen. Hier sieht man zum Beispiel, dass die Blätter hier am Rand eingefressen sind. Das wäre dann zum Beispiel der Dickmaulrüssler. Genau, wenn ihr diesen Buchtenfraß vom Dickmaulrüssler erkannt habt, dann könnt ihr auch gleich sagen, diese Pflanzenkrankheit oder die den Schädlingen quasi bekämpfen kann. Bei dem Dickmaulrüssler wäre das jetzt eine Gießbehandlung mit Nematoden, die dann gegen die Larven, die halt besonders schlimm sind vom Dickmaulrüssler, da diese die Wurzeln angreifen. In der mündlichen Prüfung erzählt ihr dann natürlich, was man dagegen machen kann, wie sowas überhaupt zustande kommt und was eigentlich das Problem ist bei dieser Erkrankung oder dem Schädling. Musik
Schaut euch unbedingt vor eurer Prüfung die Gewerke online an. Am besten übt ihr ein paar von denen, damit ihr bestens vorbereitet in die Prüfung geht. Ihr könnt alle Gewerkpläne und Leistungsverzeichnisse auf der Seite der Landwirtschaftskammer Niedersachsen-Bremen runterladen. Dann wünschen wir euch viel Erfolg bei der Abschlussprüfung. Wir drücken euch die Daumen.